Ja, das war nun eine vollkommen bekloppte Aktion. Anstatt mit günstigem Ostwind von Rügenheim in die Lübecker Bucht zu segeln, machte ich mich auf nach Bornholm und von dort bei auf West drehendem frischen Wind über Ystad nach Klintholm zu segeln. 3 Tage lang hieß es nun immer wieder gegen Wind und Welle gegen anzukreuzen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Der Auslöser war natürlich Sveas Wunsch, ich möge noch nicht diese Woche nach Hause kommen und mir noch etwas Zeit lassen, da sie am Wochenende ihren Geburtstag nachfeiern wollte. Was tut man nicht alles für die Kinder? Sonntag gegen 9:30 hatte ich meine Schwägerin in Lauterbach in den Zug gesetzt, war eine Stunde später seeklar und lief aus Kurs Tisoer Haken, um durch das Landtief entlang der Nordostküste von Rügen nach Lohme zu segeln. Die Route führte mich entlang der Seebäder Göhren, Selin und Binz, sodass ich alle die Orte vom Wasser aus wiedersehen würde, die ich tags zuvor mit dem rasenden Roland besucht hatte. Der achterliche Wind aus West mit 23 Knoten war zunächst günstig für meinen Kurs und ich hatte schnell die Ansteuerungstonne landtief erreicht, von wo ab ich, der Fahrrinne folgend, auf Nordkurs ging. Das Einzige, worauf ich zu achten hatte, war dem Nord Stream 2 Pipeline-Verlegungsschiff, welches hier gerade am Arbeiten war, nicht zu nahe zu kommen. Die Begleitschiffe hätten mich sonst sofort abgedrängt oder aufgebracht. Große Zeit für ein Mittagessen war nicht. Umso mehr freute ich mich auf das Abendbrot. Neben Nord Stream 2 wurde an zahlreichen weiteren Windparks im Seegebiet rund um Rügen gearbeitet. Die zahlreichen Reparatur- und Versorgungsschiffe waren in Sassnitz stationiert, weshalb hier ein reger Schiffsverkehr herrschte. Der Wind aus West nahm von Glück ab, sodass ich ab Sassnitz nicht gegen schwere Seen ankreuzen musste, während ich die Steilküste mit dem Kaiserstuhl umrundete, um in dem kleinen Hafen Lohme festzumachen. Lohme an der Nordostküste von Rügen gelegen, gilt als guter Startpunkt nach Bornholm unter Seglern. Vom Hafen aus musst du ein gutes Stück treppauf wandern, um in den kleinen Ort zu gelangen, wo ich in dem netten Restaurant daheim etwas Warmes zu essen suchte. Das einfache Brötchen mit Würstchen mittags während der Fahrt war doch ein zu wenig für den Tag. Das Lokal war sehr gut besucht und ich fand nur noch einen Platz draußen auf der Terrasse. Und kaum saß ich dort, fing es an zu regnen. Wie gut, dass ich noch meine Öljacke anhatte und ein heißer, brennender Friesengeist sorgte für die nötige Wärme von innen. Am nächsten Morgen legte ich gegen 8:30 bei Nieselregen ab und schnell ließ ich die Insel Rügen in meinem Kielwasser zurück. Coole Nummer! 2 Drittel des Weges bis Bornholm sind versegelt. Hab jetzt 5 Stunden hinter mir vielleicht. Noch nicht mal ganz. Und ich rechne damit, bis heute Abend um 6 auf Bornholm drin zu sein.
Und mit ein bisschen Glück, bevor die Kaltfront dort ankommt, lauf hier schön mit 6 bis 6,5 Knoten, hab Windstärke 5, entspannte See, alles cool. Auf dem Weg nach Rönn galt es zunächst, den neu gebauten Windpark Vikinger im Nordosten von Rügen zu umschiffen, sodass ich nicht den direkten Kurs auf Bornholm anlegen konnte. Sicherheitshalber wurde ich dann auch gleich wieder von einem Versorgungsschiff des Windparks argwöhnisch während der Passage begleitet, damit ich keinen Schaden anrichten. Es war nirgendwo mehr Land in Sicht, aber groß verfahren konnte ich mich nicht, war doch die Fähre Sassnitz-Bornholm direkt neben mir. Bald tauchte Bornholm am Horizont auf und gegen 5:30 machte ich in Rönn fest. Durchstreifte die Stadt, ging eine Kleinigkeit essen und machte mir am nächsten Morgen gemütlich ein Frühstück und wartete den Regen ab. Ich hatte das erste Mal seit langem die Kuchenbude wieder aufgebaut. Ich dachte, ich hätte alle Zeit der Welt für die kleine Strecke von 35 Seemeilen von Rönn nach Ystad in Südschweden. Aber da sollte ich mich irren. Der Wind hatte mittlerweile von Ost wieder auf West gedreht und frischte auf, sodass ich wieder einen Kurs gegen an hatte. Und was für einen. Vor Bornholm baute sich eine ordentlich steile Welle auf, wie ich sie von zu Hause aus der Lübecker Bucht so nicht kannte. Die Biedewind hatte ordentlich zu kämpfen und es knirschte im Gebälk der alten Dame. Das Bornholmsgat ist eines der am meisten befahrenen Verkehrstrennungsgebiete in der Ostsee, da hier der gesamte Schiffsverkehr in das Baltikum und nach Russland entlang geführt wird. Ausgerechnet bei dessen Durchquerung fing es an zu regnen. Die Sicht wurde immer schlechter und ich musste höllisch aufpassen, zwischen den dicken Schiffen hindurch zu manövrieren, denn ich war ja ausweichpflichtig. Wegen der Windrichtung konnte ich den Kurs auf Ystad kaum anlegen und dass dann auch noch ein zweiter Schauer kurz vor dem Einlaufen kam, machte die Sache auch nicht besser. Als ich abends festmachte, war ich fix und fertig von den vielen Ausgleichsbewegungen aufgrund der 8-stündigen Schaukelei. Ich werde zwar nicht seekrank, aber ich hatte jetzt einen echten Muskelkater vom vielen Festhalten. Meine Energie reichte nur noch für einen Hamburger im dortigen Yachtclub und früh am nächsten Morgen ging es bei Nieselregen um 6 Uhr wieder los nach Klintholm. Ich kam mir vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Der Wind nahm wieder zu und es drehte von West auf Südwest, was genau mein Kurs war, und wieder einmal ging es über Stunden gegen an.
Inzwischen schwappte unten in der Kajüte zwischen den Bodenbrettern schon Wasser und wie sich später herausstellte, waren meine Lebensmittel von Salzwasser verdorben. Ich wusste gar nicht, dass in Plastiktüten verpackte Nudeln Wasser ziehen. Ich konnte wieder nicht direkten Kurs auf Münzglind halten, musste kreuzen und es verschlug mich in die Nähe des Windparks Baltic 2. Es gelang mir kaum Höhe Richtung der Klippen von Möhn zu gewinnen. Nach 14 Stunden legte ich gegen 8:30 abends in Klintholm an und gönnte mir erst einmal ein Anlegerbier. Zeit, etwas zu essen, war nicht mehr, da schon alle Restaurants zu hatten. Es war Mitte August und anscheinend die Saison schon zu Ende. 3 Wochen vorher war der Hafen noch randvoll, sodass ich ankern musste. Der Landstrom funktionierte auch nicht und am nächsten Morgen stellte ich fest, dass auch dies durch das viele Salzwasser verursacht worden ist, welches bei dem dreitägigen Gegenansegeln überall eingedrungen war. Also erst die Elektrik reparieren, bevor es heißen Kaffee geben konnte. Ich beschloss mir, einen Tag Pause zu gönnen, im Hafen liegen zu bleiben und die herrliche Umgebung von Klintholm zu erkunden. Weiße Sandstrände, so weit das Auge reicht, gleich neben dem Hafen, hier lässt es sich aushalten. Abends spielte ich dann noch etwas Gitarre und genoss die herrliche Abendstimmung im Hafen. Am nächsten Tag sollte es nach Fehmarn gehen, das Ende der Tour war in Sicht.
Der Wetterbericht sagte ein Regengebiet für den späten Nachmittag voraus und ich plante, eine Nachtfahrt bis Geza zu machen, um dann schon vorher auf Fehmarn anzukommen. Nachts bewunderte ich das leuchtende Band der Milchstraße und zählte mehrere Sternschnuppen. Tja, die Nachtfahrt geht zu Ende. Die Dämmerung hat begonnen. 5 Uhr morgens. Ich habe schon die Hälfte der Strecke bis Geza hinter mir. Ja, von Geza geht es dann weiter Richtung Fehmarn. Wenn ich ein bisschen Glück habe, komme ich dort an, bevor dort das Regengebiet angekommen ist. Und dann heißt es Fisch essen. Bald war Geza erreicht und nach Passieren des Kiel-Ostseewegs kam auch schnell Fehmarn in Sicht. Und das Leuchtfeuer Staberhoek signalisierte, es ist nicht mehr weit. Die Regenfront kündigte sich schon an, aber ich konnte noch 10 Minuten vor dem Beginn des Regens festmachen, trank einen Anleger und legte mich erst einmal schlafen. Nachts um 2 aufstehen und lossegeln ist nicht so meins. Nach 2 Stunden war der Spuk mit dem Regen vorbei und ich ging in mein Lieblingsfischrestaurant in Burg Staaken. Am nächsten Morgen wurde in die Gastlandflaggen gehisst und es ging heim nach Neustadt. Da grüßte doch glatt schon wieder das Murmeltier. Der Wind drehte auf Südwest, es frischte auf, die Wellen nahmen zu, alles flog unter Deck durcheinander. Aber ich habe nun genug Fotos und Filme von gegen die Wellen segeln gemacht und kürze das Ganze an dieser Stelle mal ab. Kurz und gut, irgendwann war Neustadt in Sicht und die Biedewind lag fest vertäut an ihrem Liegeplatz. Traumhafter Segelsommer war zu Ende. Falls dir mein Segelvierteiler Rund Rügen gefallen hat, dann darfst du schon auf die Saison 2019 gespannt sein. Diesen Sommer wird die Reise in die dänische Südsee und die schwedischen Schären gehen. Du solltest daher meinen Kanal Zeling Biedewind abonnieren, damit du nichts von meinen kleinen Abenteuern verpasst.